Jo, hallo zusammen, grüß euch alle miteinander. Ja, von mir gab es lange Zeit jetzt nichts. Ich bin eigentlich nur mit der Scram unterwegs gewesen. Heute habe ich mal die Brixton wieder rausgeholt. Bei meiner Scram steht die 5000er Inspektion an. Drum lasse ich die jetzt lieber stehen, bis ich den Termin wahrgenommen habe. Die Brixton macht wieder Zicken. Ich meine, ist mal ganz gut, dass die einfach so angesprungen ist nach so langer Standzeit. Das war mal was Positives. Allerdings fällt der Tacho wieder aus und das ABS ebenso. Ja, so ist es hier mit der Brixton. Ist auch eine riesen Umgewöhnung. Also die ersten Meter, die waren echt extrem. Also ich musste mich umstellen mit dem Fuß, mit der Fußschaltung, weil die anders verläuft und die Sitzhaltung ist etwas anders. Das ganze Fahrzeug insgesamt kommt mir etwas kippeliger vor als die Scram. Die Scram ist da schon extrem spurstabil. Hier muss man schon genau wissen, was man anstellt hier mit dem Lenker. Da kommt man relativ schnell ins Straucheln. Ja, was gibt's zu sagen? Was kann ich erzählen von der Scram? Ich bin rundum zufrieden. 5000 gefahrene Kilometer. Ich bereue keinen einzelnen Meter. Es ist ein sehr stabiles Fahrzeug. Sehr spurtreu, wie gerade schon gesagt. Und insgesamt macht es halt alles einen hochwertigen Eindruck auf mich. Ich wollte ja eigentlich mal ein Video zeigen vom Top Speed mit der Scram 411. Was jetzt letztendlich aber keinen Sinn ergibt. Ich habe jetzt in vielen Foren gelesen, dass der Motor wohl abgeriegelt ist bei 130. Da geht dann wirklich nichts mehr. Ich selbst bin maximal auf 132 Tacho gekommen. Vielleicht mögen es 133 gewesen sein, vielleicht auch 35. Aber dann kommt einfach nichts mehr. Und das war also schon Gefälle, das war mit Gefälle. Also verstehe ich das überhaupt nicht, dass in Indien jemand auf gerader Strecke die Scram anscheinend auf 140, über 140 gebracht hat. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da muss also irgendwas verändert worden sein an der Elektronik oder sonst was. Vielleicht eine Düse oder Rötzelübersetzung, keine Ahnung. Aber es ist schlichtweg nicht machbar. Somit macht es dann natürlich auch keinen Sinn. Hallo Kollegen. Da macht es natürlich auch keinen Sinn, da einen Topspeed zu drehen. Ich habe es ja, wie gesagt, schon mehrfach versucht und komme einfach nicht über die maximal über die 130. GPS würde ich mal sagen, schafft sie vielleicht tatsächlich 130. Aber ich muss dazu auch sagen, das Fahrwerk wird wirklich instabil. So mit 130 ist es nicht mehr sehr angenehm. Vor allem, wenn dann Kurven und Bodenwellen gleichzeitig kommen. Das ist schon gefährlich. Also da würde ich abraten davon, in dieser Geschwindigkeit die Scram zu jagen. Ich denke mal, der Motor ist einfach so konzipiert worden, dass er langlebig ist, dass er wenig verbraucht. Halt einfach ein Allrounder. Ich bin sehr zufrieden damit, mir genügt das voll auf. Ich bin jetzt auch die letzten Tage bei Frost ins Geschäft gefahren, bei Sonnenaufgang ins Geschäft, bei Sonnenuntergang wieder zurück. War natürlich traumhaft jetzt in dieser Zeit, aber ich denke mal, ab nächster Woche ist es dann auch vorbei, weil im Dunkeln ins Geschäft zu fahren, 40 Kilometer und 40 Kilometer zurück im Dunkeln, das macht dann auch keinen Spaß. Vor allem sind ja dann die Straßen auch nass und die Reifen der Scram, die sind halt auch nicht das Beste. Da werde ich dann mit Sicherheit auch mal die Reifen tauschen nächstes Ich habe Jahr. mich jetzt letztendlich für 70 Straße und 30 Gelände entschieden. Und das sind wohl Reifen, genau, also die passen genau von der Typenbezeichnung her. Auch mit der geringeren Höchstgeschwindigkeit muss man ja nicht unnötig dann Reifen kaufen, der viel mehr Geschwindigkeit macht, was du mit der Scram eigentlich gar nicht erreichen würdest. Ja, jetzt erzähle ich hier viel über die Scram und stehe hier neben der Brixton
Und das soll jetzt eigentlich auch nur ein kurzes Video gewesen sein. Ich werde jetzt noch den Tag genießen. Heute ist der 13. November. Wir haben gerade mal 9 Grad. Ich bin entsprechend angezogen und in der Sonne macht es dann auch Spaß. Ich werde jetzt noch eine Runde drehen. So, stopp, ich muss noch was sagen. Ich bin jetzt zurück von meiner Tour. Was ich noch zu Scram unbedingt sagen wollte. Ich hatte jetzt längere Zeit Besuch von meiner Freundin aus Brasilien. Die ist mit mir hier hinten drauf mitgefahren als Sozia. Und das klappt hervorragend. Also da spürt man jetzt auch keinen Kraftverlust oder so. Hat super funktioniert, ist durchaus tauglich für 2 Personen. Jo, das war's. Meine Tour ist hier zu Ende. Ist kein Tourvideo geworden, aber mal kurz wieder eine Info hier von mir. So, dann macht's gut, Leute. Dann sage ich mal tschüss, bleibt oben und bis die Tage.